So, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity Syndicate. Und wir müssen den lieben Typen hier oben retten. Kann ich beide mit dem Doppelattentat? Ha! Das war doch cool. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ja. So. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Da oben komme ich wieder raus. Schau sich eine an. Doch ganz interessant gebaut, das Ganze. Da müssen wir hin. Lass mir mal schön in Ruhe. Ich habe nämlich nicht mehr viele Wurfmesser. Und ich würde sagen, wir gehen durch. Was machst du denn? Behalt den Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorn wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Da gerade geredet. Wurfmesser. Wunderschön. Ach, da unten ist der. Ah, komm, den kriegen wir auch noch. Irgendwo unter mir müsste auch noch einer sein. Ja. Hab ihn. Interessant, interessant. Niemand ist da, niemand kann kommen. Ne, ich gehe hier raus. Und hier auch wieder. Hoch. Lass mich doch hochspringen. Genau. So. Da waren ein paar. Genau. Ah, da komme ich nicht weiter. Was ist denn? Nein, 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 nein! Die beiden sehen mich nicht. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Das nur Passanten. Alles in Ordnung.
Hier müssen wir wieder hoch, scheinbar. Was macht Sir David eigentlich da drin? Ich weiß nicht und ich will nicht fragen. Denn des Nachts leuchtet ein gespenstisches Licht durch die Gitter, als kämen die Toten aus der Hölle gekrochen. Oh, ein verkappter Poet. Was noch? Sonst nichts weiter. Und du kümmer dich um deine Arbeit. Oh. Aber manchmal hört man Schreie. Wirklich? Was geht's dich an? Geh wieder an die Arbeit. Plündern. Nein. Wurfmesser zurück. Und weiter zu Brewsters Labor. Wir müssen ja irgendwann mal weiterkommen. Ist so ganz unauffällig in einem abgesperrten Bereich, wo ein funktionierender Fahrstuhl ist unter allem Schrott. Ist total unauffällig. Kann man nur sagen. Weiter geht's. Verdienen Sie XP, indem Sie Eigenschaften freischalten. Massenereignisse, Erinnerungen, Aktivitäten. Oh. Pro 1000 EP halten Sie sowohl einen Fähigkeitspunkt. Erwerben Sie Fähigkeiten, um Jakob und Ivy höher Level zu erreichen, bessere Ausrüstungsnutzen zu können. Gut, gut. Fähigkeiten. Achso, das ist alles, was ich im Besitz bin. Niederschlagen. Gerätekombi. Ach cool. Sibium gegnerische Angriffe kontern. Ja. Das. Multi-Richtung. Mehrmals. Oh, wie geil. So, Revolver. Okay. Adlerauge 1. Im Sitz Raser. Ah, ich kann nur das benutzen. Das ist schade. Das Doppelattentat hätte ich gerade gebraucht. Mist. So, und jetzt kann ich... Okay. Beute-Takedown. Schlösser knacken. Als erstes schlechter. Okay, unaufhaltsam erhöhen die Zeit. Erweitern Sie die Gesundheit. Ich würde sagen, als erstes nehme ich mir Schlösser knacken. Denn man kann sich hier auch EP-Booster werben. Gucken wir mal, was es hier so gibt. 100%. 1500 Helix-Credits. Okay. Ich hab nichts. Gut. Das ist schon sau cool. Wie schnell die SSD ist, damit es sich laden kann. Ronny, hat das nicht Zeit bis morgen? Nein, hat das nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Es wird noch jemand verletzt, wenn sie zu viel verlieren. Is she playing a game? Bless her, she's gone scatterbrained. This place is full of them. Just look the other way. Doppelattentat. Los! Ah, du hast nichts Sinnvolles, was man hätte holen können.
Gut. Das Spiel bringt deutlich besseres Schleichen als die alten. Zumindest als, na, hier. Unity. Das hat nämlich immer gehakt. Das Einzige, was hier noch mir noch nicht so gut gefällt, ist die Schleichmechanik. Nicht die Schleichmechanik, sondern die Parkourmechanik. Naja, mal gucken. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Ein so ein Schalter umliegen und schon mein hat man. Gott. Und das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Wolterwerfen. Ich sollte das Artefakt irgendwo beschlagnahmen. Also, wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Wieso? Es ist doch das Abfällt ihrer. Verdammt, den Schande auf die Galapagos-Inseln soll er fahren. Das war heftig. So, Ex. Und du auch. Wieso steht hier alle so scheiße rum? Die Stromstärke etwas erhöhen. Das reicht, es soll ja stabil bleiben. Notieren Sie die Farbe. Passen Sie gut auf. Ja, das ist es. Jetzt haben wir endlich etwas gefunden. Notieren Sie bitte auf. Die Helligkeit. Ja, die Helligkeit wäre ganz gut. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Das ist gar nicht gut. Ich sollte hier sofort raus. Oh ja. Hey, aufpassen. Komm schon, Evie. Feuer dich selber an. Immer selbst beneißen. Whoops. Hey. Und weiter. Ja, haben wir es geschafft? Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Da ist doch der. Ja.
Mach dich bloß nicht schmutzig. So wie du da durchgehst. Ey, ich würde jetzt da drüber laufen, aber ich glaube, das war besser mit den ganzen Steinen. Seite. Weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Ja. Ich habe nicht alle Herausforderungen geschafft. Naja. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh? Hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Euer Vater. Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London. Wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Nimm den Zug mit. Super. Damit geht es auf nach London. Oh. Und ich bekomme Gänsehaut. Wir haben auch immer wieder so die Musik aus, die Intro-Musik auf Assassin's Creed Revelations dabei. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Ach, die beiden leben. Wie cool. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm. Isabel, was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, Scheiße. Berg! Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Cool.
cool. Nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Okay. Habe verstanden. Aber ich würde sagen, wenn es jetzt mal geladen hat und keine... Ah, es gibt jetzt wieder eine Intro-Sequenz. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! So, jetzt würde ich aber sagen, erstmal bis zum nächsten Mal.